A freezing breeze, blankets in white, dancing I am. Come dance together, traces we shall leave. Like a bird, dreams soar, floating above reality's realm, yearning for wings. Meine Träume treiben mich durch eine Art Raum durch, wo ich meine Gedanken unkontrolliert vor mir herschwirren sehe und dann einfach für eine kurze Zeit die einmal greifen kann und dann wieder schwirren sie weg und sind verschwunden. Es tauchen auf einmal Freunde auf, die in letzter Zeit gar nicht präsent waren, und trotzdem bringt mein Unterbewusstsein mich zu ihnen, und das ist für mich definitiv ein Zeichen, dass ich das in die Realität umsetzen möchte. Also was mich schwer hier beeindruckt hat, wie viel der Mensch doch tatsächlich hier den Schnee handhaben muss. Also im generellen Leben. Die Massen an Schnee auf den Häusern, die ganzen Straßen, die quasi freigeräumt werden müssen, die Telefonleitungen, die einfach abreißen würden, wenn man das nicht konstant unterhält. Das hat mich schon beeindruckt, wie der Mensch hier eigentlich konstant daran arbeiten muss, dass er nicht von der Natur hier quasi überrannt wird. Okay.
ist teilweise schwarz und durchschauen, ob sie es ernst meinen, aber ich unterstelle es ihnen jetzt einfach mal, dass sie es ernst meinen. Die Freundlichkeit bei jedem Supermarktbesuch, bei jedem Kneipenbesuch, egal wo man hingeht, man kriegt immer ein Lächeln geschenkt und das, man fühlt sich aufgehoben, man fühlt sich gut behandelt. Und von dem her ist Japan für mich ein sehr lohnendes Land, wo man eine Reise hinmachen kann, auf jeden Fall. Quiet darkness descends, glimmering sparks, elusive. Humanity and nature, woven like ropes, knitted in the stream of being. Ich glaube, das Entscheidendste ist, wo ich für mich immer merke oder realisiere, dass ich in der Natur bin, ist, dass der ganze Alltagsstress, alle Probleme, die man vielleicht irgendwo hat, komplett weg sind und man wirklich einfach nur in dem Moment ist, in dem Hier und Jetzt hat, das vor sich sieht, da oben zum Stehen und einfach zu merken, man hat ja eigentlich keinen Auftrag, du bist nicht der Chef, du bist so ein kleines Individuum auf so einem riesen Planeten und du versuchst da Spaß drauf zu haben und eine gute Zeit draus zu machen, aber Mutter Natur ist dann irgendwo am Ende diejenige, die das vielleicht für dich entscheidet. Damit ich einigermaßen meinen Alltag daheim auf die Reihe kriege, damit ich da sein kann für meine Freunde daheim oder für meine Eltern oder für meine Familie im Allgemeinen, dann brauche ich persönlich Auszeit in der Natur. Einfach wenn ich da draußen unterwegs bin, da bin ich einfach genau der, der ich sein will. Und das Gefühl wird mir keiner nehmen, glaube ich. Beneath the sheltering rocks, listening the roaring ocean, the bliss of being united.
of time, like something fleeting, momentary and free. What was it called? The Daily Dugan. Is that what you're gonna call the movie, Fred? But Dugan is halt fucking. Wenn wir es jeden Dugan, is Dugan like a classic Kiwi word for Siggies? Yeah, not many people.